Die Frage ist, kann ich den ausschalten, ohne dass es vielleicht jemand mitbekommt? Immun, natürlich. Natürlich. Das Boot ist hin, so viel steht fest. Queens Nest gesehen? Ich habe gehört, der Company. Solch wie uns mögen die da nicht. Hier gesehen habe. Ich bin immer noch am... Die wollen alle zusammen. Sollen wir? ...überlegen, wie ich wirklich vorgehen soll. Zur Sache jetzt. Ich überlege gerade, ob ich jemanden übernehme und dann Radauz anwende. Gerade hier so. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich hilfreich ist. Noch dazu hat er ja sowieso ein paar Schuss übrig, ja? Meine Spezialität. Weiß aber, dass die Alarm auslösen. Irgendwas passiert? Nee. Ich kann aber auch... Kriegst du leicht Angst? Ha, feine Sache. Kurz. Ich weiß, dass dieser Käfig dich nicht festhält. Dieses Verknüpfen ist schon praktisch. Meine Jungs hingegen schon. Glaube mir. Platz. Leitern und Ranken und Seile. Oh, die kann fast alles, was John Cooper kann. Also für was habe ich dann John Cooper überhaupt noch? Ist ja auch nur wegen dem Messer, oder? Aber ansonsten braucht den doch keiner. So, jetzt pass mal auf. Interessant. Nur ein bisschen Blut. Es geht nicht. Da komme ich nicht ran. Bist du in irgendeiner Mine? Oh ja. Und wo ist der Haken? Hände ruhig. Wieder. Wir haben einen Scharfschützen. Oh, wir werden euch schon finden. Auf geht's, Männer. Versteckt. Schauen wir mal. Meine Spitzen. Ich weiß, dass sie hier sind. Weiter suchen. Hey. Oh, verdammt, die nehmen uns aus. Ich muss sitzen. Meine ich gerade noch wir? Scheiße. Oh, uns können sie nicht verstecken. Weiter suchen. Ist das? Wir haben einen Scharfschützen. Damit stehe ich näher nach. Das kostet aber. Ich schaue jetzt nochmal, was hier überhaupt passiert. Die haben das gar nicht mitbekommen. Alles klar. Keine Überraschung mehr. Schauen wir mal. Bist gekommen, um New Orleans zu sehen, oder? Ich wette, das hattest du dir anders vorgestellt. Muss ja hier gewesen sein. Teufel! Hey!
dumm oder so? Lass sie nicht im Fisch. Ich weiß, dass sie hier sind. Weiter suchen. Sag doch mal, wo sind sie? Widerlich. Weiter suchen. Wir müssen sie finden. Diese Typen haben sich gut versteckt. Irgendwas gefunden? Wir müssen sie ausräuchern. Die müssen hier irgendwo sein. Verdammte Mistkerle! Wer sie findet, bekommt ihre Sachen. Das dauert ja, du kümmerst dich schon. Alles klar. Das Gas ist völlig ungefährlich. So, wo gehen sie denn hin? Luftanhalt, Luftgas, hä? Wo hast du das denn her? Das würden Sie gern wissen, oder? Wer braucht eine Spritze? Tut gar nicht weh. Wir werden ja sehen. Das wirkt sehr schnell. Tut gar nicht weh. Nicht geh weg! Na gut. Nicht bewegen. Scheiße. Dass dieser Mann sich festhalten kann. Meine Jungs hingegen schon. Glaube mir. Halten wir uns ran. Weil ihr da ja. Verstanden. Was? Schaffen wir dich aus dem Weg? Liefern wir das hier ab. Der war das Problem. So. Den schaffe ich da jetzt mal weg. Dann wollen wir mal. Ist einer von uns sein kann. Jetzt wirst du in irgendeiner Mine versauern. Ich habe das richtige Ende ruhig. Mitten durch die Hölle. Oh, ich schieß nicht daneben. Wieder. Kurz und schmerzlos. Amigo, schnapp dir den Schlüssel und hol mich hier raus. Nur die Ruhe, bin schon dabei. So. Dann machen wir's halt so. Ich bin ganz Ohr. Der da oben wird mich gleich hassen. Unterwegs. Er hier? Hey, wo bleibst du denn? Wollen wir dann? Schauen wir mal. Komm schon, ich bin nicht in Stimmung. Ja, der Scheißennetz hat. Hab dich mal nicht so. Hallo. Das war's, oder? Mehr macht er nicht. Ich bin nicht in Stimmung. Versteckst du dich vor mir? Scheißegal, ein Longcode ist weg. Das macht die Situation grundsätzlich schon mal einfacher. Egal wie man es nimmt. Vielleicht, vermutlich, ist er spazieren gegangen. So. Louisiana. Wird nie langweilig. Keine blöde Idee. Ich finde, das habe ich gut gemacht. Sollen wir? Aber Eigenlob stinkt, habe ich mir mal sagen lassen. Ihr sollt ins Wasser. Ihr Formaledaten.
Mistkerle haben Kate auch in einen Käfig gesteckt. Ein Kätzchen wie sie gehört nicht in einen Käfig. Holen wir sie da raus. Also, ich habe einen Und Plan. Wo ist der Haken? Na gut. Aber der wiederum verlangt, dass er weg ist und er. Ich frage mich, was der Witz zu der hier sagen wird. Vielleicht behält er sie für sich selbst. Meine Spezialität. Dachte ich mir schon. Ich kann Sklaventreiber nicht ausstehen. Auf geht's. Beeilen wir uns. Cooper! Ich hab noch. Könntest du bitte den Schlüssel besorgen? Keine Sorge, wir sind dabei. Hey! Hallo! Wären Sie so lieb, den Schlüssel zu besorgen und mich hier rauszulassen? Na, ebenfalls hallo. Keine Sorge, ich kümmere mich. Das war nicht so gut. Hey, das hab ich gehört. Die ging zum Rasieren scharf. Ich geh ab. Scheiße, ich bin ausgelockt. Du bist etwas Chips. Jetzt bist du. Deiner Kratze. Hier drüben. Ja, warum kommt ihr nicht her? Können die schwimmen? Nein. Das funktioniert so nicht. Ich habe eine Idee. Ich verknüpfe die beiden. Was dazu führt, dass wenn sie beide da stehen, auch beide umfallen, verstehst du? Sieh sich einer die Ladung an. Das Geschäft läuft diese Woche wohl gut. Scheiße. Und höchste Zockungsbombe etwas dagegen unternimmt. Ah, Wayne? Ich bin mir ziemlich sicher, den Namen schon einmal gehört zu haben. Streng dein Kopf hier nicht zu sehr an, Schätzchen. Sonst zerbricht es dir noch. Ich werde es schon noch herausfinden. Nur ein bisschen. Zwei. Alles klar. Ich kann Sklaventreiber nicht ausstehen. Du bist eine Schönheit. Schade, dass sie dich zum Queen's Nest schicken. Jemand eine Axt nehme und. Ach, da geht nicht viel. Er hat doch eine Axt, oder? Ja! Weil er dann wiederkommt, weißt du, ist das Problem. Ich schau gerade wegen den beiden. Unterwegs sollten wir uns etwas Spaß mit dir gönnen, oder Jungs? Ob ich nicht doch die beiden lieber miteinander verknüpfe? Oder ihn ausschalte, während er da steht. Das ist vielleicht. Mach schon. Vielleicht ein Ticken besser. Dann fällt der auch um, dann kann sie ihn vielleicht schnell wegbringen, weil der Longcoat wird sich nicht dafür interessieren.
dass der weg ist. Das ist denen immer scheißegal. Jetzt mal so aus. Jetzt muss ich bloß warten. Ob das irgendwie zeitlicher hinhaut. Bis nach New Orleans ist das weit. Du kannst uns gehen. Sieh genau hin. In Ordnung. Was geht's? Hey, hallo! Wären Sie so lieb, den Schlüssel zu besorgen und mich hier rauszulassen? Na, eben. Noch mehr Männer! Wir haben sie! Sucht überall! Alter, okay. Wir müssen sie finden! Scheiße, der hat das ja mitbekommen! Hat schon jemand irgendwas gefunden? Zu allem bereit. Na, ebenfalls hallo. Keine Sorge, ich kümmere mich. Aber die gehen nicht mehr rein, gell? Die gehen jetzt Patrouille. Louisiana. Nie langweilig. Ach du Vollidiot. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Ist der halt jetzt auch weggeräumt, was soll's. Eigentlich wollte ich ihn jetzt legen. Bin unterwegs. Dann wollen wir mal. Das Messer reicht. Was ist das? Nope. Nope, nope. Okay, vielleicht. Okay, dafür müsste er weg, gell? Probier's anders. Vielleicht kommt, muss ich doch so rum. Aus einem Käfig. Das wird gut. Wir sie fest. Suchen die immer noch? Wir werden dem Zeitplan hinterherhinken. Na und? Frank wird keinen großen Lärm drum machen. Beeilen wir uns. Und los. Das ist richtig weh. Witzig. Krieg zurück. Was denn? Oh, sag ich doch. Verdammt. Was kann sonst noch alles schief laufen? Teufel auf. Oh, das wie könnte halt das so plötzlich passieren? Hilft immer. Okay. Jetzt steckt ihr richtig in der Zeit. Nicht doch. Genau, was der Doktor verordnet hat. Nur ein kleiner Pix. Kommt sofort raus. Sonst hast du diesen Job besser bezahlt. Nee. Das wird nicht funktionieren.
Ah, ich kann ja. Einen Moment, ich kann natürlich einen von den Wachen den Schlüssel holen lassen, nicht wahr? Keine blöde Idee. Was zum Teufel? Vielleicht behält er sie für sich selbst. Marshall gehört. Er ist schon seit Jahren hinter der Company her. Tja, dann wird er sie wohl betrachten können. Aus einem Käfig. Jetzt wird Freundschaft geschlossen. Naja, weil sie ihn nicht trifft. Scheiße. Aber von da oben vielleicht. Alles klar, ich lade mal, weil ich da sowieso schon hier oben war. Und los. Halt. Bin schon da. Schauen wir mal, das könnte ja hinhauen. Sieh sich einer die Ladung an. Das Geschäft läuft diese Woche wohl gut. Scheiße, wird höchste Zeit, dass Wayne etwas dagegen unternimmt. Oh, Wayne? Ich bin mir ziemlich sicher, den Namen schon einmal gehört zu haben. Streng dein Kopf hier nicht zu sehr an, Schätzchen. Sonst zerbricht es dir noch. Ich werde es schon noch herausfinden. Ich kümmere mich drum. Und los. Das ist richtig weh. Dahin. Ich hab's gehört. Los. Dahin. Lauf. Schneller. In Ordnung. Warten. Seele für Papa. Zack. Du bist eine Schönheit. Schade, dass sie dich zum Queen's Nest schicken. Hilft immer. So. Einer weg. Das hätte er gleich machen können. Vollidiot. Beeilen wir uns. Und jetzt können wir Sanchezos befreien. Und mit dem wird es vielleicht ein bisschen einfacher dann. Mal schauen. Zumindest... Ach, der heißt Hector, nicht Sanchez. Mein Gott. Ich habe dauernd aus dem ersten Teil den Sanchez im Kopf. So. Genau, sag ich doch. Hey, du... Kannst du den Schlüssel besorgen und mich herauslassen? Keine Sorge, Großer. Mach ich. Oh, danke. Verdammt, ich hasse Käfige. Hey, Großer. Dachte ich mir doch, dass ich jemand Neues gerochen habe. Ich heiße Hector. Isabel Moreau. Hast du auch einen Nachnamen? Mich nennen alle nur Hector. Jetzt lass uns gehen. Ja, andere brauchen noch unsere Hilfe. Ja, um genau zu sein, nur noch eine einzige. Nach New Orleans ist das weit. Du kannst uns Gesellschaft leisten. Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Verstanden. Hände ruhig. Mitten durch die Hölle. Der dritte Hinterhalt diesen Monat. Ich hab noch. Könntest du bitte den Schlüssel besorgen? Keine Sorge, wir sind dabei. Auf geht's. Ich hab den Schlüssel schon. Teufel. Jetzt geht's. Bianca schwimmt nicht gern.
passt mit der hier bloß auf. Ganz schön frech. Und kann auch noch treten. Ich hab eine Idee. Mach schon. Okay, ich brauch den Hector einmal. Der kann nicht schwimmen, gell? Schon unterwegs. Bist du aus der Gegend, Isabella? Geboren und aufgewachsen in Louisiana. Und ich heiße Isabelle. Mit französischen Namen kenne ich mich nicht so aus. Scheiße. Die haben Kate auch in einen Käfig gesteckt. Okay. Weißt du, was man mit Mädchen wie dir im Queen's Nest macht? Der kommt ja da gar nicht hoch. Der Sanchez. Okay, okay, okay. Ich überlege, ob ich die hier nicht einfach auch ignorieren kann, weißt du? Oh, bin zu allem bereit. Die Katze. Also, sie kann da hoch, das weiß ich, und kann sie theoretisch befreien. Die Frage ist, also ich weiß ja nicht, was passiert, wenn sie befreit ist. Ich muss ja wahrscheinlich zu irgendwo hin dann, um das Level zu beenden, vermute ich mal. Ha, feine Sache. Schauen wir einfach mal, was passiert. Oh ja. Verdammt, bin ich froh, aus diesem Ding raus zu sein. Also, Isabella. Was? Isabella war richtig, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es letztes Mal noch Isabelle war. Ich werde dich einfach Belle nennen. Du gefällst mir, Hector. Hey, hübsche Lady. Sind Sie zum ersten Mal in Louisiana, Darling? Ja. Ich kann nicht gerade sagen, dass es nicht aufregend wäre. Ich hoffe, diese Mistkerle haben Sie nicht misshandelt. Sie haben es versucht. Ich habe Ihnen einen guten Grund gegeben, Gitterstäbe zwischen uns zu tun. Wo sind meine Manieren? Kate O'Hara, freut mich, Sie kennenzulernen. Isabel Moreau, die Freude ist ganz meinerseits, Darling. Lassen Sie uns unterwegs reden. Ich bin das hier leid. Ah, aber der ist doch grün. Macht denn der da jetzt? Nix oder was? Wo ist der? Versteckst du dich vor mir? Ich mag keine Käfige. Miss Moreau, ich habe das Gefühl, dass Sie solche Dinge gewöhnt sind. Was? In einen Käfig gesteckt zu werden oder aus einem auszubrechen? Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Nicht immer, Liebes. Nicht immer. Auf geht's. Komm schon, ich bin nicht in Stimmung. Hallo. Versteckst du dich vor mir? Muss vermutlich mal scheißen. Hat wer eine Ahnung, wo wir sind? Ach so. Ah. Okay. Alles klar. Ganz genau, amigo. So, alle beinannt. Oh, 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 oh. Halt. Auf. Wen interessiert schon Colorado? Jetzt ist die Frage, die drei
Idioten. Ohne Alarm. Jetzt wird's heiß. Wohl bemerkt. Den sollten wir mal Nieren beibringen. Boah, das war jetzt... Verstanden. Weiß ich nicht, was das war. Ich bin am Zug. Das ist ja barbarisch. Wir haben eine Lektion verdient. So. Alle mal daher. Waffe nehmen, Baby. Die haben sich mit der Falschen angelegt. Okay. Hört der Company. Solch wie uns mögen die da nicht. Wollen wir dann? Schauen wir mal, trifft es. Es trifft auf alle Fälle beide. Nein. Schön vorsichtig damit. Nein. Nein, 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 nein. Ich habe Geschichten über den Marshall gehört. Er ist schon seit Jahren hinter der Company her. Kopf oder Zahn. Dann wird er sie wohl betrachten können. Aus einem Käfig. Kein Problem. Viele habe ich nicht davon. Nein, 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 nein. Bin gerade kurz überfragt. Macht er das so? Okay. Blaue Sitten haben die hier. Aufgepasst, ich mach's anders. Die werden gleich Augen machen. Ich schalte die da erstmal aus, weil dann kann ich mich in Ruhe um den Rest kümmern. Die haben sich mit der Falschen angelegt. So. Du gehst hoch. Bin schon da. Denn... Ha, feine Sache. Ich brauche eine neue Marionette. Du wirst dir den da schnappen. Irgendwas. Keine Blöde. Hä? Der mich denn jetzt sehen können? Den Pennern reiße ich den Arsch auf. Ja. Genau, sag ich doch. Ein zweites Anusloch. Ui, ein Regenbogen. It's a double rainbow. So, das ist interessant, dass der da immer noch sucht. Ha, feine Sache. Was ich nicht verstehe, ist, dass der mich da gerade gesehen hat. Das ist nämlich schon sehr verdächtig. Ehrlich gesagt. Ich ziehe die Fäden hier. Oh ja. Achtung. Jetzt wird Freundschaft geschlossen. Mal sehen, was sich machen lässt. Los geht's.
Bewegung. Dahin. Ja. Kein Zurück. Alles versprochen. Los. Das wird gut. Blöde Idee. Und einer von uns hat das getan. Das wird ein wenig langweilig. Genau, bin ich noch mal hergekommen? Aha, komm sofort raus! Ihr haut besser ab, bevor ich euch erwische. Ist hier jemand? Okay, schlagen die gar keinen Alarm, oder? Noch mal den Spaß mit euch haben. Boah, das wird allmählich langweilig. Puh, war verdammt knapp vorhin. Mach schon. Heute vergessen, ihr Feiglinge. Ich hatte mich schon auf einen Kampf gefreut. Mhm. Sieht aus, als würden sie... Nichts. Nichts. Scheiße. Die machen einfach gar nichts. Das ist ja praktisch. Das könnte weiterhelfen. Das war jetzt wichtig, weil der da, der stört mich ehrlich gesagt am allermeisten. Klare Sache. Schauen wir mal. Der macht ja jetzt wieder irgendwas da, der Rondale-Bub. Okay, Siegen, dann mal ran. Meins. Kein Problem. Wieder einer weg. So, jetzt pass auf, jetzt kann ich nämlich einen Hector nehmen. Verstanden. Kann den versuchen, da hochzubekommen. Ich weiß jetzt nicht genau. Ah, doch, okay. Komm da schon durch. Das passt. Schon unterwegs. Ich habe Lust auf Kahlschlag. Komm schon, komm schon. Keine Ahnung, was das bringen soll, aber ich mach's halt einfach mal. Ach, der wäre da wahrscheinlich runtergefallen, oder? Der fällt mir. Ja. Also, spielt keine Rolle. So. Nee, hört der Company. Solch wie uns mögen die da nicht. Kriegst du leicht Angst? Kein Problem. Alles klar. Nicht gerade ein Begrüßungskomitee. Er ist schon seit Jahren hinter der Company her. Tja, dann wird er sie wohl betrachten können. Aus einem Käfig. Sollen wir?
Na und? Frank wird keinen großen Lärm darum machen. Nur ein bisschen Blut. Aha. Jetzt wird's interessant. Ist das? Erwischt! Warum sehen die mich denn immer? Beeilen wir uns. Tja, dann wird er sie wohl betrachten können. Aus einem Käfig. Und wo ist der Haken? Das kostet aber meine Spezialität. Oh, ich weiß genau, was ich tue. Suchen wir immer noch? Na? Wir werden dem Zeitplan hinterherhin. Na und? Frank wird keinen großen Lärm drum machen. Schon der dritte Hinterhalt diesen Monat. So. Kein Mucks. War verdammt knapp vorhin. Augen aufs Ziel. Wollen wir dann Ende ruhig. Unterwegs. Dann mal ran. Damit stehe ich leer da. Boah! Also wenn das mal jetzt nicht episch war, dann weiß ich aber auch nicht. Was wollen die von uns? Okay, auf geht's. Kleines Wundermittel. Oder? Das war doch fett jetzt. Genau, was der Doktor verordnet hat. Genau, sag ich doch. Erledigt. Haben Sie vielen Dank, Miss Morrow. Wir stehen tief in Ihrer Schuld. Ja, so kann man das auch sehen. Doc, hast du Streit mit Miss Isabel? Ja, ich bin nicht so scharf darauf, jemandem etwas zu schulden. Keine Sorge, Schätzchen. Das geht aufs Haus. Und welche Pläne habt ihr jetzt? New Orleans. Tja, ich schätze, dann haben wir dasselbe Ziel. Warum schließen Sie sich uns nicht an? Ich würde mich freuen. Klar, warum nicht? Wie wäre das, Schätzchen? Stört dich meine Gesellschaft? Bleiben Sie nur auf Abstand. Der Dog. Was zum Schnaggeln? Was? Nicht speichern. 5 auf einmal. Ja, das war das Einführungslevel für unsere Isabel. Eiskalte Bälle. Aber das Verbinden ist wirklich eine geile Sache. Ohne Scheiß. Aber länger gedauert, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Wie viele sie einfach genatzt hat, Alter. Die ist echt krass. Mit der kann man so ein Level auch mal alleine machen, weißt du? So, aber jetzt waren wir zu dritt. Aha.
Ich finde, dass sie es echt gar nicht so schlecht gemacht haben, aber Speedrun 17 Minuten, keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Genau, das war gerade der erste Longcode. Der zweite ist ein bisschen schwieriger geworden, da habe ich jetzt sie befreit. Und daraufhin hat er seine Art des Rundwegs geändert, was es mir ein bisschen erleichtert hat. Zack. War der Hector. Die drei habe ich auf einmal ausgeschaltet. Und fertig. Nice. Nice, nice. Hat mir gefallen, das Level. Schaut euch das mal an. Wupp, 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 wupp.